Für heute auf Wiedersehen. Wir setzen die Reihe im ZDF am Donnerstag um 16.30 Uhr fort unter dem Titel Unordnung, alles in Ordnung. Zuschauer im Sendegebiet von S3 können den eben gezeigten Beitrag noch einmal am Samstag, dem 9. Februar um 17.35 Uhr sowie am Freitag, dem 29. Februar um 22.35 Uhr sehen. Zur Vorbereitung und zum Nacharbeiten des in unseren Sendungen behandelten Stoffes können Sie das Begleitbuch heranziehen, das die Verlagsgesellschaft Schulfernsehen Köln auch zum dritten Abschnitt der Reihe herausgebracht hat. Sie erhalten es ausschließlich im Buchhandel und zwar zum Preis von 29,80 Mark. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Krise in Afghanistan und ein möglicher Olympia-Boykott sind die zentralen Themen der deutsch-französischen Gespräche in Paris. Es sind die umfangreichsten Gespräche seit 10 Jahren. Bonn und Paris wollen versuchen, die Grundzüge für eine gemeinsame europäische Haltung zu finden. Bundeskanzler Schmidt und Frankreichs Staatspräsident Giscard d'Estaing hatten bereits gestern mehr als 4 Stunden beraten. Einzelheiten über die Beratungen wurden bisher nicht bekannt. Ein Sprecher des Élysée-Palastes teilte lediglich mit, es sei deutlich geworden, dass die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern lebendig und gut sei. Die zweite Zusammenkunft des 35. deutsch-französischen Gipfels zwischen Bundeskanzler Schmidt und Präsident Giscard d'Estaing war vorverlegt worden. Giscard hatte den Bundeskanzler noch vor der Plenarsitzung beider Delegationen in den Élysée-Palast zum Mittagessen eingeladen, an dem auch Ministerpräsident Barr teilnahm. Gesprächsthemen waren vor allem internationale Wirtschafts- und Währungsprobleme sowie Europafragen. Am Nachmittag trafen in Paris 10 Minister der Bundesregierung ein. Es sind die umfangreichsten Konsultationen beider Regierungen seit dem Bestehen des deutsch-französischen Vertrags. Irans erster Präsident Bani Sadr hat seine Landsleute aufgerufen, die Einheit des Landes und der islamischen Kultur zu bewahren und den Geist der Revolution über die Grenzen hinauszutragen. In seinem ersten öffentlichen Auftritt als formelles Staatsoberhaupt sagte Bani Sadr vor rund 10.000 Menschen, es gebe große soziale, wirtschaftliche und politische Schwierigkeiten, die nicht in wenigen Tagen zu bewältigen seien. Zuvor hatte der erkrankte Ayatollah Khomeini eine Botschaft verlesen lassen, in der er die Araber zur Einigkeit im Kampf gegen die USA und Israel aufrief und alle verurteilte, die mit Panzern und Kanonen andere unterdrückten. Der amerikanische Sicherheitsberater Brzezinski ist von Islamabad nach Riad geflogen, um mit der saudi-arabischen Führung über einen engeren politischen und militärischen Kontakt zu reden. Bei seinen Gesprächen zuvor in Pakistan ist es Brzezinski offenbar nicht gelungen, eindeutige Vereinbarungen über das amerikanische Hilfsprogramm durchzusetzen. Brzezinski sagt in Islamabad, Washington werde zunächst versuchen, auch andere Länder für Hilfeleistungen zu gewinnen. Die USA hätten Pakistan zugesichert, sie im Falle eines Großangriffs der Sowjetunion mit amerikanischen Truppen zu unterstützen.
Kleinere Grenzverletzungen sollen die Pakistaner allein abwehren. In Pakistan hatte Brzezinski auch ein Lager afghanischer Flüchtlinge in der Grenzprovinz Sadar besucht. Nach pakistanischen Angaben leben alleine hier über 40.000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland Afghanistan. Ihnen wollen die USA mit rund 15 Millionen Dollar helfen. Die Flüchtlinge aber wollen von den USA auch Waffen, um gegen die sowjetischen Besetzer ihrer Heimat kämpfen.